bin Clemens Seinitzer, ich bin 27 Jahre alt und Cellist in Wien. Ich bin aber jetzt kein klassischer Cellist, der in einem Orchester spielt, sondern ich versuche, das Cello in anderen Musikrichtungen einzusetzen und schaue, was dabei rauskommt. Also Improvisation und Komposition gehören bei mir einfach total eng zusammen. Gerade bei meinem Soloprogramm ist es einfach so, dass da die Grenzen einfach fließend sind. Als Jazzmusiker komponiert man eigentlich auch sehr oft die Musik, die man selber spielt. Und ich verfolge quasi diesen Weg. Also ich habe jetzt nicht Komposition studiert, was aber gar nicht so wichtig ist, weil ich habe mir gedacht, ich weiß, wie ein Dreiklang ausschaut, jetzt kann ich auch irgendwie was komponieren. So. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Ich wollte selber persönlich auch nie wirklich Musiker werden. Das hat sich einfach so ergeben. Und so ist es auch mit den ganzen Ensembles und den ganzen Projekten, wo man dabei ist. Es ergibt sich am Weg einfach und das finde ich spannend. Das Carboncello ist so ein Bacardi Breezer, so ein alkoholisches Getränk. Das ist ganz lustig und das Holzcello ist ein 20 Jahre alter Whisky, so als Idee einfach. Es ist beides okay und es schmeckt auch beides gut, aber man muss wissen, wann man was trinkt. Ich wollte nämlich eigentlich immer Schlagzeuger werden, weil ich mir gedacht habe, dass das einfach ein viel cooleres Instrument ist als Cello. Ich habe dann das Choppen entdeckt. Choppen ist Englisch und heißt Hacken. Und das ist eine Spieltechnik, die aus der Volksmusik kommt, also aus der irischen, englischen und auch jetzt eben amerikanischen Volksmusik. Das geht so. Also ich hacke quasi mit meinem Bogen auf die Saiten und es ergeben sich halt ziemlich interessante Sachen dabei. Also ich spiele mal kurz vor, wie ich das mache. Das Zusammenspielen mit anderen Musikern und Musikerinnen ist extrem wichtig für mich, auch für meine eigene Kreativität, wie ich weiterkomme oder in welche Richtung ich weiterkomme. Also dadurch, dass eben bei Improvisation und Jazz im weitesten Sinne ein direkter Austausch stattfindet, immer einfach, ist es sehr wichtig, mit welchen Leuten man spielt und ist es natürlich auch sehr bereichernd, wenn man mit Menschen spielt, die sehr feinfühlig sind und sehr einfach wissen, was sie tun, klingt jetzt blöd, aber die einfach wissen, was sie tun und da kommt man, also ich komme da sehr schnell sehr viel weiter, weil man einfach viel lernt, viel merkt und genau, einfach andere Stimmen hört und dann versucht, manche Sachen einfach spieltechnisch oder von der intellektuellen Herangehensweise einfach einzubauen in seine Arbeit.